Aus der königlich niederländischen Zucht stammt der 6-jährige Neuzugang Neron. Der Sohn des Springmeisters Konrad Obolensky führt auf der Mutterseite mit Cantus, Caretino und Calypso wertvollste Holsteiner Blutströme. Unter seiner Reiterin Alexa Stace konnte Neron noch unter seinem Sportnamen Nero mit dieser Runde ins Stechen des Finals der WM fünfjähriger Springpferde in Larnaca im vergangenen Jahr einziehen. Hi, ich bin Alexa Stace und ich stehe hier gerade mit Neron. Neron ist ein 6-jähriges Pferd. Ich habe den seit August unter dem Sattel. Wir waren letztes Jahr in Larnaca auf der Weltmeisterschaft für junge Pferde. Da war der 8. Nero ist ein sehr, sehr schönes Pferd, sehr einfaches Pferd. Der hat ganz viel Vermögen. Wenn ich den nicht kennen würde und auf den drauf sitzen würde, würde ich nie denken, dass der 6 Jahre alt ist. Ich habe das Gefühl, dass der alles springen kann. Der macht alles so leicht und so einfach. Und das finde ich einfach Besonderes an ihm. Der hat einen sehr großen Galopp. Der ist sehr rittig, sehr einfach im Parcours. Und ich freue mich auf die Zukunft mit ihm. Wenn ich noch einmal ganz kurz was sagen dürfte. Darfst du. Danke. Was ich bei Neron wirklich am beeindruckendsten finde, neben allem, was wir natürlich im täglichen bewerten, was die Vorsicht, was das Vermögen, was die Rittigkeit angeht, ist wirklich seine Mentalität und seine Intelligenz im Parcours. Das ist wirklich einmal unglaublich, was dieses Pferd an Naturtalent mitbringt für diesen Sport. Er hat letztes Jahr auch die Weltmeisterschaft der jungen Springpferde als 5-Jähriger mitgemacht, war da 3x0, im Finale 0. Und den Grauen noch mal ein Loch höher, ein bisschen breiter. Und das, finde ich, macht dieses Pferd einfach so besonders. Und Lexi kann das bestätigen, auch in der täglichen Arbeit. Wir machen eine Sache mit ihm und das sitzt sofort. Also das ist wirklich, wirklich beeindruckend, welche Reife und welche Intelligenz und welches natürliche Talent er für diesen Sport mitbringt. Und er wird ja auch schon 6, also dann kann er das auch. Dankeschön, Lexi. Ein tolles Paar auf ins Sportjahr 2024. Der Applaus für eine Dame im Sattel ist eigentlich ein bisschen schwach. Jetzt mal richtig. Alexa Stace, super Runde. Dankeschön.